Ich bin Farina Teuber, ich bin Biolandwirtin und wohne in der Nähe von Witzenhausen. Wir sind ein reiner Grünlandbetrieb und bewirtschaften 160 Hektar, haben sehr viele Tiere, 500 Mutterschafe, dann noch saisonal Enten und Gänse. Das sind mittlerweile 1000 Gänse und 300 Enten, die wir zum Winter hin mästen, 11 Wasserbüffel und natürlich unsere Hütehunde. Vormittags bin ich meistens im Büro, dann mache ich meine tägliche Hühnerrunde, also im Mobilstall die Eier holen, kontrollieren, Wasserfutter, je nachdem auffüllen. Was wir jetzt im Sommer viel machen, ist die Tiere rausbringen morgens, also dann einfach Gänse rausbringen, Gänse abends wieder reinholen oder auch mal eine Gruppe Schafe reinholen abends, ja, die Eier sortieren, vor die Tür stellen. Oft kommt immer irgendwas, kommt dann gerade ein LKW, bringt Futter, es kommt jemand, will ein Tier kaufen. Jeder Tag ist eigentlich anders. Eine gute Freundin von mir, mit der ich zusammen Abitur gemacht habe, ihr Vater war Mitbegründer vom Lehrstuhl in Witzenhausen vor über 30 Jahren. Und der hat mir immer vorgeschwärmt und der meinte immer, Farina, es würde super zu dir passen, Witzenhausen. Das ist einfach ein toller Ort, da kann man ja viele Erfahrungen machen, viele nette Leute treffen. Man kann ja immer alles nur anreißen im Studium, aber die Exkursionen haben mir immer gut gefallen. Einfach auch, dass man das, was man halt lernt, mal praktisch vor Ort zu sehen, wo man halt einfach nicht nur in der Vorlesung sitzt, sondern auch zum Beispiel die Bestimmungsübungen oder, also es gibt ja diverse Sachen eigentlich. Hallo, mein Name ist Jonas Ehls. Ich bin Berater bei Bioland im Landesverband Hessen. Ich habe ein Büro in Fulda, bin aber die meiste Zeit unterwegs auf den Betrieben direkt. Die Perspektive, später in der Beratung zu arbeiten, die hatte ich auch schon am Anfang des Studiums, wobei ich im Studium mich auch in verschiedenen anderen Richtungen orientiert habe und es dann einfach nach dem Studium über das Trainee-Programm Ökolandbau eine super Gelegenheit gab, in die Biolandberatung einzusteigen. Einen typischen Arbeitsalltag habe ich im Prinzip nicht. Ich bin ja im Außendienst unterwegs und wenn ich jetzt beispielsweise in der Umstellungsberatung auf Betriebe fahre, geht das von dem Quereinsteiger bis zum 300 Hektar Betrieb, von den Betrieben, die schon sehr weit sind in ihrer Entscheidung, bis hin zur Erstberatung. Von dem her springe ich da jeden Tag aufs Neue ins kalte Wasser. Ich bin Annemarie Stopp und arbeite bei der Gesellschaft für Ressourcenschutz. Das ist eine Öko-Zertifizierungsstelle in Göttingen als Fachreferentin für den Bereich landwirtschaftliche Erzeugung. Studiert habe ich in Witzenhausen den Master Ökologische Landwirtschaft von 2009 bis 2012. Ich hatte vorher was anderes studiert, nämlich Geowissenschaften, Geologie, und das ist ja eher so der nicht lebende Teil der Landwirtschaft. Und habe dann durch verschiedene Praktika eben den Weg zum lebenden Teil der Natur gefunden in Form von Landwirtschaft. Vom Fokus her hatte ich eher so diese gesellschaftlichen Inhalte während des Studiums gewählt und vor allem so diese Breite abgedeckt, Pflanzenbau, gesellschaftliche Sachen und Tierhaltung. Und da ist ja auch eine Kontrollstelle ein ganz guter Weg, um alle Bereiche zu verbinden. Mein Arbeitstag ist so relativ strukturiert. Ich komme morgens um 8:30 ins Büro und bin bis um 5:00. Und das liegt vorwiegend eben an den Telefonzeiten. Wir sind für die Kunden von uns genau in den Zeiten telefonisch zu erreichen. Wir halten die Kunden an, da wirklich lieber vorher nachzufragen, als dann erst bei der Inspektion zu merken, dass da irgendwas nicht richtig gelaufen ist. Das sind natürlich Fragen, ob sie irgendwas machen dürfen, ob sie ein Betriebsmittel einsetzen dürfen oder nicht, wie das funktioniert mit einem Tierzukauf, wenn es kein Biotier gibt und so weiter. Das heißt, das sind die einen, die anrufen, die Kunden. Dann sind es neue Interessenten, die sich erkundigen wollen, wie teuer das ist, wenn sie ins Zertifizierungsverfahren anfangen. Dann sind es auch Behördenvertreter, die hier anrufen, Verbandsvertreter, ja, das ist, denke ich mal, hauptsächlich das. Und zu den Bürotagen kommen noch die Inspektionstage dazu. In diesem Jahr sind es 30 Inspektionen, die ich mache. Das heißt, ich fahre dann auch direkt auf die Betriebe und das ist ja auch ein ganz guter Ausgleich. Erstens, für mich so ist ja eine Auflockerung, so, dass es nicht nur Büroalltag ist, aber hilft eben auch dabei, so den Bezug zur Praxis zu behalten.